Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde bei Dwarf Fortress. Ja, wir stehen immer noch unter Belagerung. Das versuchen wir jetzt aber dann mal ein bisschen zu beheben, indem wir unser Squad wieder auf Position schicken. In der Hoffnung, dass sie endlich mal Pfeile haben. Wieder ein paar Bolzen haben, mit dem sie das Ding da wegschießen können. Aber sieht eher schlecht aus. Okay. Squad A, Kansas Station. Oh. Und ihr geht mal in inaktiv, bitte. So. Währenddessen gucken wir mal kurz, wie viel Munition noch gemacht wird. Alles. Was macht mein Leader denn? Der isst was. Okay, wenn das so ist, dann gebe ich mal am Quarfsdwarfs Workshop, an dem hier, Wood Bolts in Auftrag. So 10 Stück. So. Das dürfte ich mir hoffentlich leisten können. Und jetzt kommt auch noch eine Karawane. Na, ganz toll. Was müssten jetzt Menschen sein? Galena. Ja, das müssten Menschen sein. Ich könnte jetzt fies sein und einfach die Brücken aufmachen, in der Hoffnung, dass dass die Menschen das Vieh töten, unseren uneingeladenen Gast. Ein gigantischer Käfer. Spinnweben verspuckt. Spinnennetze, genau. Verspuckt. Und wir haben Merchants. Auf der Map, die nicht zu uns durchkommen, solange die Tore unten sind. Ja. Wie sieht's bei dir mit den Wunden aus? Die heilen hoffentlich nicht. Nein, er ist noch ziemlich angeschlagen. Vielleicht verblutet er auch einfach dort. Wenn wir Glück haben. So, mal kurz runter gucken. Und wir haben einen Wehrbullen bekommen. Wehrbüffel bekommen. Ein riesiger Büffel verdreht in eine menschliche Form. Es giert nach Blut und Fleisch. Seine Augen glühen violett. Und hat sehr langes, schuppiges Haar. Jetzt wissen wir, warum wir die Nacht fürchten sollen. Okay. Und er metzelt sich gerade durch die Karawane durch. Ah, du meine Güte. Ja, und der ist Berserk. Okay. Das ist auch nicht so schön. Du bist noch fleißig beim Bolzen machen. Gut. Ja, ich würde sagen, wir werden gerade vor zwei Bestien im Belagerungszustand gehalten. Ach, währenddessen gucke ich mal kurz, mit welchen Brücken die überhaupt verlinkt sind. Also du bist mit der äußeren Brücke verlinkt. Dann können wir dich schon mal wieder runterlassen. So. Wo ist unser...
Okay, der ist schon wieder abgehauen. Entweder er ist abgehauen oder er ist tot. Nein, er ist tot. Dafür ist aber auch der menschliche Händler tot. Okay, die Jungs sind beim Trainieren, das Squad. Dann kriegt das von mir jetzt endlich mal einen Move-Befehl. Bewegt euch hier hin. So, ich hoffe mal, ihr habt jetzt Holz, ein paar Holzbolzen, die in der Mache gewesen sind, damit ihr das Ding da wegpallern könnt. Ja, sie schießen. Sehr schön. Ja, los, tötet es. Jawohl, er ist tot. Gut. Dann lassen wir jetzt mal nacheinander die Brücken runter. Mal gucken, das müsste welche Brücke gewesen sein. Ah ja, okay, also ist der mittlere der wichtigste Hebel. Gut, das merken wir uns. Squad A. Cancel. So. Und die brauchen dringend Backpacks und Waterskins. So, was sagt der Manager? Der sagt, die Sachen sind immer noch in Auftrag, weil unser Leader immer noch beschäftigt ist. So, kommt die Karawane jetzt? Nein. Der eine Mensch da oben steht da rum und wartet einfach. Okay, die Sachen da oben sind alle verboten. Also sagen wir mal Designation, Item Property, Reclaim. Ihr sollt mal alles da oben aufsammeln. So, zurück zum Eingang. Die Bolzen hier, die in dem Vieh steckten, die hätte ich auch gerne mal wieder. Und auch die Bolzen, die hier unten liegen, hätte ich gerne wieder. So. Am besten gehen wir in den Stockmanager und gucken, ob noch irgendwas verboten ist. Nö. Aber wir haben sehr viele Holzbolzen jetzt erst einmal. Das ist gut. Wir haben zwar nicht mehr so viel Holz, aber besser als nichts. Oh, dann sollte ich aber auch kurz ins Militär gehen, zur Ammunition und sagen, Holzbolzen benutzt ihr nicht, bitte nicht für Training, nur Bone Bolts. Und jeder hat 50 Bolzen dabei und auch nur 50 Metallbolzen. Knochenbolzen hat auch jeder nur erstmal 50. So. Gut. Dem Blacksmith haben wir ja schon Aufträge gegeben. Wir müssten nämlich hier irgendwo. Genau, Kupfer und etwas Eisen haben. Deswegen. Weapons and Ammunition, Iron Bolts. Nein, ich verschwinde mein Iron jetzt erst einmal nicht. Ja, aber was gemacht werden kann? Add new task. Weapons, Iron, Battle Axe und eine Copper Battle Axe. So. Die machst du mir mal bitte. Das müsste mein Smith hier. Ach, der ist immer noch beim Channeln, hä? Im Refuse Stockpile beschäftigt. Gucken wir mal kurz. Ja, der ist immer noch beim Channeln. Na gut, eine Erdschicht müssen wir dann noch wegchanneln. Die, nämlich die da.
Und dann haben wir endlich unseren Refuse-Stockpile. Und wir müssten Floor-Hatches haben. Floor-Grades. Floor-Grade? Genau. Die werde ich jetzt mal alle platzieren. So, ups. So, einfach mal alle platzieren, damit wir hier endlich dicht machen. So, 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 dumm, 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 dumm. Und wenn das gemacht ist, bauen wir noch eine Mauer drumherum. Damit auch ja kein Troll oder so kommt und das Ding hier zerstören will. Und wir haben keine Grades mehr. Habe ich mich schon wieder verzählt? Nein, die werden noch gemacht, okay. Wieder zum Eingang hoch. Ach, den habe ich ja bei F1. F2. Mein Squad ist immer noch inaktiv, okay. Dann sollen die mal schön was essen und so weiter und könnten auch irgendwann mal ihre Räumlichkeiten da aufräumen. Gut. Und es werden Knochenbolzen hergestellt. Fein. Das sollte ich vielleicht auch mal hier runter verlegen. Zwei Quarzwaffs-Workshops bauen. Und hier eine zweite Halle für Knochenbolzen dann. Gut, soweit, so gut. Wir sind das Vieh losgeworden. Dadurch haben unsere Crossbows hoffentlich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Oh, und wir haben Fleisch und so. Achso. Ja, wir haben die Karawane etwas geplündert. Kitchen, Fine Meal, Repeat. Kitchen, Fine Meal, Repeat. Was ist mit euch hier los? Howler und ein Wood. Warum bewegt ihr euch da nicht weg? Warum haben wir so viel Essen da? Ich würde mal sagen, wir erlauben mal dem Stockpile hier, dass es noch Trinkzeug von Pflanzen aufnehmen darf, so dass wir und wir haben wieder einen Dieb gefunden. Dass der ganze Alkohol mal aus den Destillen rauskommt. Items in Buildings, da müssen nämlich noch ein Haufen. Ja, ein Haufen Zeug drin sein. Und es müssten ganz viele Zwerge kommen, wenn ich richtig gesehen habe, und die das Zeug weg. Und er ist wieder von den Katzen betrogen worden. Ja, und sie haben das Bauen von ein paar Floor-Hatches, Floor-Grades suspendet wegen diesem blöden Dieb. So. Suspended, suspended. Das ist noch suspended. Die sind suspended. Da. Da. So. Jetzt dürfte es wieder weitergehen. Ist unser Human X-Man ist immer noch da oben. Der wird wahrscheinlich irgendwann verhungern. Köche. Koch ist damit beschäftigt, den Pond zu füllen. Wieso das denn? Den habe ich doch gar keine Hauler-Jobs mehr gegeben.
Naja, das fällt wahrscheinlich nicht unter Howling, sondern unter alles Mögliche. Gut. Ja, wir sind schon mal die erste Katastrophe losgeworden. Ein riesiger Käfer, der bei uns eindringen wollte. Was bist du für einer? Ein X-Bow. Okay.